Richard, das 15. Kinderkulturfestival steht im Juni auf dem Programm. Erzähl uns doch schon mal so ein bisschen, was da passieren wird. Es wird ein bisschen ähnlich sein wie im letzten Jahr. Wir werden wieder so eine Mitmachausstellung haben, wo Kinder selber viel erleben können zum Thema Mobilität. Die heißt am Heinrichsplatz, richtet sich an Schulklassen. Es gibt also Durchläufe für Schulen, es gibt an den Wochenenden für Einzelbesucher. Immer 30 Kinder, die selber Straßen entwerfen können, die erfahren können, wie früher Straßenbahnen funktioniert haben, wie Solarmobile funktionieren und letztendlich ihren eigenen Platz entwerfen können. Darüber hinaus gibt es wieder viel Kindertheater jeden Tag. Wir haben auf dem Gelände Open-Air-Theater, wir haben Bands auf der Bühne, wir haben das Kultur- und Stadthistorische Museum, das Lehmbruck-Museum, wir haben eine Elektrowerkstatt, wir haben den Drachenbau-Workshop. Also es gibt viel zu erleben und viel mitzumachen. Auch eine Premiere wird es geben? Es gibt auch eine Premiere, und zwar das Theater Kreuz und Quer, die wir auch schon öfter hatten, werden in diesem Jahr eine Welturaufführung präsentieren auf dem Kulturfestival. Und das Ganze ist, ich sag mal, der Beginn des Festivals ist gekoppelt mit dem Innenhafenfest? Ja, es ist einfach so, dass es da viele, viele Überschneidungen gibt, weil natürlich auch zum Innenhafenfest viele Familien kommen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt erstmal ein Kulturfestival dort erwarten, sondern eigentlich eher wegen des Drachenbootrennens kommen, die dann bei uns bleiben. Es gibt viele Besucher, die zum Kinderkulturfestival kommen, die dann in den Innenhafen noch weitergehen. Also von daher gibt es da viele Überschneidungen. Das hat sich eigentlich auch so im letzten Jahr, wo wir das erste Mal hatten, ganz gut entwickelt, dass wir beide davon profitieren. Jetzt ist das ganze Jahr, wie wir gerade schon festgestellt haben, mit 15 Jahren eine sehr traditionelle Veranstaltung geworden, wo also wirklich schon viele, viele Tausende von Kindern durchgelaufen sind. Ich glaube, im letzten Jahr waren 10.000 oder wie viel waren da? Ja, wir haben mal so überschlagen, also wir haben immer so ein Besucheraufkommen so über die 9 Tage von so circa 10.000 Kindern. Sodass man sagen kann, also dass es eine Sache ist, die bei den Kindern sehr gut angenommen wird. Ja, also das denke ich schon. Wir haben letztes Jahr auch eine Umfrage mal gemacht und eigentlich war das durchweg positiv. Es gibt immer Dinge zu verbessern und man hat immer Programm-Highlights und es verschiebt sich auch mal so ein bisschen. Aber so ist mittlerweile, denke ich, ist bei dem Festival schon auch so ein roter Faden erkennbar. Und es ist auch so, dass auch in diesem Jahr schon wieder viele Schulen schon, bevor das Programm überhaupt rausgekommen ist, sich schon gemeldet hatten und gesagt hatten, was gibt es denn in diesem Jahr. Also wir haben mittlerweile viele treue Besucher, die immer wieder auftauchen und ich denke, das zeigt dann auch so ein bisschen schon den Erfolg des Festivals. Was gilt das First-In-First-Out-Prinzip? Also sprich, wer sich zuerst meldet, kriegt Karten? Genau, oder? Genau. Also es ist so, solange es, jeder kann auch spontan kommen. Es gibt für Schulklassen Ausstellungsdurchläufe, es gibt für Individualbesucher, es gibt für die Theater genau das gleiche Prinzip. Solange wir Karten haben, werden wir keinen draußen vorlassen. Wird das Festival für die Zukunft sicher sein oder gesichert sein? Ich hoffe. Ich weiß es nicht. Wäre eine wichtige Veranstaltung oder eine wichtige Einrichtung? Also eine wichtige Veranstaltung, denke ich schon, aber das sagt man natürlich als Festivalmacher immer. Aber ich meine, also wenn man überlegt, in 9 Tagen so viele Kinder mit Kultur zusammenzubringen, das ist schon, finde ich, eine ganz tolle Leistung eigentlich. Und von daher ist es auf jeden Fall schützenswert. Zumal es da ja auch ziemlich viele übergreifende, ja, ich sag mal, synergetische Effekte gibt, indem andere Institutionen also da auch noch mit eingebunden sind, wie beispielsweise das Lehmbruck-Museum. Das denke ich auch. Also ich denke das auch und ich denke, es ist auch einfach wichtig, diesen Festivalcharakter zu erhalten und ein Festival zu haben, weil natürlich gibt es Kindertheater und Kinderkultur auch das Jahr über durch die, in der Stadt. Aber wir haben natürlich die Möglichkeiten, Sachen zu zeigen, die sonst in Duisburg nicht unbedingt so präsent sind. Und ich denke, das ist auch eine große Chance, dass man Kindern mit Zirkus zusammenbringt, mit solchen Ausstellungen, die man ja sonst gar nicht so unbedingt stemmen könnte. Und ich denke mal, es ist einfach ganz wichtig, Kinder in welchem Alter auch immer an Kultur ranzuführen und die Hemmschwelle zu senken, dass die einfach sagen, das ist was ganz Normales für sie. Wir haben gerade erfahren, es gibt einen ganz wichtigen Sponsor dieser Veranstaltung, ohne die diese Veranstaltung gar nicht möglich wäre. Ja, das ist die Sparkasse, bei der wir uns auch immer sehr herzlich bedanken, die das unterstützt und ohne die ganz viele Dinge einfach nicht möglich wären. Jetzt nochmal zu den Daten. Das Ganze geht wann los und geht bis wann? Das Ganze geht los am 16.06., dem Samstag, morgens um 12 und geht bis zum Sonntag, dem 24.06. bis 18 Uhr. Perfekt, vielen Dank. Bitte.